Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei Fellner live. Bei mir zu Gast ist jetzt PR-Unternehmer Joe Kallina. Hallo. Hallo. Und als ehemaliger SP-Bundesgeschäftsführer auch ein Kenner, muss man sagen, der Partei. Starten wir gleich einmal mit dem, was da gestern los war im Präsidium und dann im Vorstand. Es gibt ja jetzt eine Kompromisslösung, sagen viele. Zuerst eine Mitgliederbefragung, dann einen Sonderparteitag. Ist das eine Lösung, mit der du und die SPÖ-Mitglieder deiner Meinung nach leben können? Es ist zumindest einmal ein Ansatz für eine Lösung. Ob es eine richtig gute Lösung ist, wird man erst sehen, weil the proof of the pudding is the eating. Ja. Aber es ist einmal ein vernünftiger Ansatz, zu einer Lösung und zu einer Befriedung dieses Dauerkonflikts zu kommen. Und das begrüße ich. Und jetzt liegt es dann an der Disziplin aller Beteiligten, das auch in die Tat umzusetzen, was sie sich gestern geschworen haben. Wie siehst du denn die beiden Kandidaten, die da jetzt momentan zur Verfügung stehen? Vielleicht kommt ja noch ein Dritter dazu, who knows, aber derzeit gibt es mal Pamela Rendi-Wagner und Hans-Peter Doskozil. Wer hat die besseren Chancen bei der Mitgliederbefragung, die ja eigentlich Doskozil wollte? Glaubst du, läuft das in seine Richtung? Schwer zu sagen. Das ist wirklich schwer zu sagen. Natürlich, die SPÖ-Mitglieder sind tendenziell ältere Herrschaften, Durchschnittsalter so um die 60, 62. Sie sind tendenziell mehr Männer. Das würde aus meiner Sicht mehr für den Kurs von Hans-Peter Doskozil sprechen. Aber man kann das nicht wissen. Die Kandidaten, nun ja, ich glaube, das Wesentliche ist, dass dieser Prozess jetzt abläuft, damit man einmal erfährt, gibt es überhaupt und wo sind die Unterschiede inhaltlich. Ich habe bisher keine großen programmatischen Unterschiede gemerkt. Also wenn ich beim Thema Zuwanderung bleibe zum Beispiel, beziehen sich alle auf das sogenannte Doskozil-Kaiserpapier. Ja. Nur vom Image her und vom Auftreten her vermuten die Leute beim Hans-Peter Doskozil eine klare, restriktive Linie in der Zuwanderung und bei der Pamela Rendi-Wagner eher nicht. Und das aufzuklären, womit man da rechnen muss, ist, glaube ich, wäre ein guter Vorschlag. Wo siehst du denn die programmatischen Unterschiede? Ich sehe eben sehr wenige programmatische Unterschiede. Ich glaube, dass das eher klimatische Unterschiede sind, dass das sozusagen etwas ist, was aus der eine Dauerdiskussion in der SPÖ ist. Ja? Nämlich, das hat man schon gesehen bei Schieder versus Ludwig, wo man gesagt hat, das sind die Flächenbezirke gegen die Bobo-Bezirke. Also ich teile jetzt diese Bunzen nicht, aber das, so hat man das genannt und das ist jetzt wieder ein bisschen so. Ja. Bobo, Rendi-Wagner gegen genau. Fläche und Basis. Genau. Doskozil. Genau. Wobei, wie gesagt, mischt sich immer, aber so sind die Bunzen. Ja. Und ich glaube, dass das ist wieder die Diskussion, die dahinter steht. Ja. Und das wäre auch einmal wichtig, dass die SPÖ diese Frage endlich eine Erklärung zuführt. Ja? Dass man sagt, da ist kein großer Widerspruch, sondern es ist ein Widerspruch im Auftritt, aus meiner Sicht. Ja? Und in der Nuancierung. Und jetzt, wenn man über die Chancen spricht, denke ich mal, die Menschen wollen Sicherheit haben. Ja? Und sie wollen eine Unterstützung haben. Und sie wollen eine Politik haben, der sie vertrauen können. Und da, in der Lage, wo die Politik zurzeit, die Bundesregierung, den Leuten kein Vertrauen gibt, das Image der Bundesregierung angeschlagen ist, ja, muss meiner Meinung nach die SPÖ sich so positionieren, dass sie auch einen Teil dieser aufgestauten Unzufriedenheit abfangen kann. Zurzeit fängt es nur die FPÖ ab, weil die SPÖ unter der Führung Rendi-Wagners eher als Teil sozusagen, was immer man dann darunter genau versteht, des Systems, des Establishments betrachtet wird. Ja? Und sich aber da neu zu positionieren, dass man Wähler ansprechen kann und Wählerinnen, die sie wahnsinnig ärgern, wenn sie beim Tanken so viel zahlen müssen oder wenn sie die Strom- und Gasrechnung bekommen, auch über das Impfen geärgert haben und so weiter. Ja? Über manche Fragen, die mit der Zuwanderung verbunden sind, ja? Ärgern. Die Leute sind keine Rechten, sondern das sind oft klassisch sozialdemokratisch geprägte Wählerinnen und Wähler. In der Stadt genauso wie am Land. Und um die muss man sich bemühen, wenn man eine Mehrheit haben will in Österreich, rechts der Mitte, die es noch nie gegeben hat. Außer in der Zeit von Bruno Kreisky, der das geschafft hat, in seiner Person das zu verbinden. Mehrheit links der Mitte, meinst du, nämlich an?
eine Mehrheit links, damit der logisch ist, weg von rechts. Ja, schau, ich meine, man braucht jetzt nur nach Niederösterreich schauen. Dort wählt die ÖVP jetzt den Waldhäusl und den Landbauer. Also da braucht man nicht viel Fantasie, dass einem klar ist, die werden auch den Kickl wählen nach der Nationalratswahl, wenn es darum geht, an der Macht zu bleiben. Und wenn die SPÖ und die Wählerinnen und Wähler das nicht wollen, sondern wollen, dass es eine Mehrheit links der Mitte gibt, wie immer, dann muss die Sozialdemokratie die sein, die diese Stimmen dieser Menschen holt, die unzufrieden sind, die protestieren wollen, die eine andere verlässliche Politik haben wollen. Du hast ja die Pamela Rendi-Wagner auch hier im Studio immer wieder auch durchaus kritisiert. Bist du Team Tosco? Nein, ich bin in keinem Team, sondern ich bin 15 Jahre draußen aus der Politik. Ich mache mit meinem Freund Peter Hayek viele Umfragen. Ich habe Kontakt in viele Lager der Politik. Ich beobachte es und natürlich ist es mir ein Anliegen, dass die Partei und die ich mich verbunden fühle, wieder was zu sagen hat. Weil ich glaube, es ist eben nicht egal, wer an der Regierung ist. Die Frage, wie gelte ich die Teuerung ab? Ist eine Frage, wer in der Regierung sitzt. Die Frage, wie organisiere ich den Klimaschutz, dass er sozialverträglich bleibt, ist nicht egal, wer in der Regierung sitzt. Es sind ganz die Frage, wie geht zum Beispiel jetzt mit den unglaublichen Mietsteigerungen um. Also das heißt, die Leute sehen ja, dass es wichtig ist, wer in der Bundesregierung sitzt. So, und da erwarte ich mir, dass die Partei, der ich mich seit Jugend verbunden fühle, sich so positioniert, dass sie Wahlen gewinnen kann. Weil in der Opposition, das glaube ich, habe ich da mal im Studio gesagt, in der Opposition, wie soll man sagen, den Anständigen spüren, die Fäuste ballen und protestieren, ist eh auch okay. Aber damit setze ich von den Programmen, die ich den Wählern ja verspreche, das nichts um. Also das Ziel muss doch wohl sein, so stark zu werden, dass ich einen politischen Gestaltungsspielraum kriege, dass ich mitwirken kann an der Gesetzgebung. Und das traust du der Rendi Wagner nicht zu, dass die Partei zum Sieg führt oder zumindest mal Erster wird bei der Nächsten? Na, meine Analyse ergibt mir, wie gesagt, aufgrund der Lage in Österreich, dass der Hans-Peter Doskozil da auch aufgrund dessen, was er im Burgenland vorgelebt hat und vorgezeigt hat, an sozialdemokratischer Wirtschaft, Sozialpolitik und aber auch an seiner Positionierung in Frage der Zuwanderung, dass er da die besseren Karten hat. Weil ich, wie gesagt, aufgrund meiner Kenntnis der Stimmungslage in der Bevölkerung weiß, dass die Leute das beides verlangen. Sie wollen einen restriktiven Kurs in der Zuwanderungspolitik, da wollen sie sich auf die Partei, die sie da wählen, verlassen können. Das, glaube ich, verströmt die derzeitige SPÖ nicht so. Und das würde unter Doskozil besser werden. Und auf der anderen Seite hat natürlich der Doskozil einen Rekord in Burgenland, was betrifft Mindestlohn, was betrifft pflegende Angehörige besser versorgen. Also viele dieser Punkte, die man unter keynesianischer Politik und sozialdemokratischer Politik versteht, hat er in Burgenland umgesetzt. Ja? Und daher hat er meiner Meinung nach da einen gewissen Vorteil. Aber wie würdest du ihn eigentlich zuordnen? Ist er ein Rechter? Ist er ein Linker? Weil du sagst ja selber, genau. In Wirtschaftspolitik ist er wahrscheinlich ziemlich links, muss man sagen. Es geht ja fast schon Richtung Kommunismus in manchen Bereichen. Auf der anderen Seite, Asylpolitik, Migrationspolitik, sagen viele, er vertritt eigentlich einen rechten Kurs, der sich gar nicht so sehr von der FPÖ unterscheidet, außer wahrscheinlich in der Tonalität. Ich glaube eben, dass man heutzutage mit dieser starren Rechts-Links-Schematik nicht mehr auskommt. Das stimmt nicht. Die Leute, die ich glaube, die SPÖ wieder ansprechen muss, das sind keine Rechten. Das sind ganz normale, einfache Leute, Arbeiter, Angestellte, die aber natürlich leiden jetzt unter der jetzigen Situation zum Beispiel. Und die von der Regierung wollen eine ordentliche Antwort auf die Energiekrise, auf das, dass man jetzt der Verbund heute, sie schütten aus, die Dividenden erhöhen, die haben die Gewinne erhöht und die Leute haben die Stromrechnung und verstehen sie nicht so. Und die wollen von der Regierung eine Antwort, die kriegen sie aber auch nicht gescheit. Ja? So, und da ein Rezept haben und sie dann aber in der Kommunikation auf das zu fokussieren, dass die Leute verstehen, wofür stehen die. Das wäre mein Rat an die Sozialdemokraten, das zu machen. Jetzt gibt es ja dieses burgenländische Modell, das hast du ja auch vorher angesprochen, reicht von Pflege bis hin zu Mindestlohn, der umgesetzt wurde, höherer Lohn für Ärzte. Also durchaus viele Dinge, die spannend sind. Ist das ein Modell, das man deiner Meinung nach auf Österreich überhaupt ausrollen kann oder funktioniert das eben nur im kleinen Burgenland?
Naja, also ich glaube, das muss man sich im Detail natürlich anschauen, was da davon sinnvoll ist, weil offen gestanden die Struktur im Wohnbau ist natürlich im Burgenland, wo die Leute am liebsten im Einfamilienhaus leben wollen, anders als in Wien, wo das gar nicht geht. Ja. Aber ich finde, einen Druck zu erzeugen, zum Beispiel in einer Zeit, wo Arbeitskräfte gesucht werden, indem ich sage, dort, wo ich Einfluss habe, zahle ich mehr, kommt mir nicht unvernünftig vor. Ja. Das heißt nicht, dass man einen gesetzlichen Mindestlohn braucht, aber dort, wo ich sage, ich habe als Politiker Einfluss darauf, wie werden die untersten Einkommen erhöht oder entlohnt, das, glaube ich, ist einen zweiten Blick wert. Ja. Was erwartest du denn jetzt von diesem Wahlkampf in den nächsten Wochen zwischen den beiden Lagern? Die zwei können sich, muss man sagen, einfach nicht ausstehen. Das ist teilweise fast schon ein Hassduell, sagen manche. Wie hitzig wird das werden und wie untergriffig wird das, glaubst du auch? Da möchte ich nochmal das wiederholen, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube, das ist jetzt eine Frage der Disziplin der beiden Spitzen, aber auch der ganzen Sekundanten, die dahinter sind, sozusagen der Mitarbeiter. Wahrscheinlich von denen, oder? Genau, dass sich die an das halten, was sie sich gestern im Parteivorstand versprochen haben. Ich glaube, sie sollten vor allem jetzt vor der Salzburg-Wahl wirklich ein Moratorium machen und einstellen, die Feindseligkeiten, weil sonst wird ja nicht über den David Ecker geredet, der meiner Meinung nach gute Chancen hat, gut positioniert ist, gute persönliche Werte hat und wo man, wie gesagt, mit der Gabi Burgstaller schon gesehen hat, was dort möglich ist in Salzburg. Aber dann wird nicht über den gesprochen, sondern wird über diesen Konflikt wieder gesprochen. Also daher wäre mein Rat, die Entscheidung nicht im April zu machen, sondern knapp danach anzusetzen und jetzt wirklich eine Art Stillhalteabkommen zu machen und sagen, wir befetzen uns jetzt nicht mehr. Und vielleicht wäre es auch möglich, dass man, so wie es im Parteivorstand war, auch diesen Prozess, wie wird die Abstimmung funktionieren, in welchem Zeitablauf wird sie funktionieren, wie kommen wir dann zum Parteitag, also dass man das auch konsensual in so einem, wie soll man sagen, gemischten Gremium aus den beiden Lagern diskutiert und zu einem Konsens kommt. So wie es in Wien damals war zwischen Schieder und Ludwig, wie man zu einem Prozedere gefunden hat, das eigentlich dann nachher gerade amikal war. Wie beschädigt ist die Partei deiner Meinung nach dem, was da in den letzten Monaten über die Bühne gegangen ist? Also ich meine, hilfreich war das alles sicher nicht. Und auch die wechselseitigen negativen Zuschreibungen sind sicher nicht hilfreich. Auf der anderen Seite weiß ich, dass in der Politik, das ist ein schnelllebiges Geschäft, die Leute schauen vor allem, das ist ja auch wieder so ein wichtiger Punkt, eben, sie schauen vor allem auf die Spitzenperson, die vorne steht. Sie wollen eine emotionale Ansprache von dem oder derjenigen, die vorne steht, haben. Sie wollen spüren, dass der oder die sie richtig für sie reinhaut, für sie brennt. Ja? Also man will eine Emotion haben. Und das zu erzeugen, das wird nötig sein. So, wenn das aber gelingt, dann glaube ich, dass die Querelen auch schnell wieder vergessen sind. Man braucht sich nur anschauen, wie der Kurz, die ÖVP war am Boden bei 19%. Ja? Und der Kurz hat sozusagen sich die Vollmachten geben lassen, Change Party, kann das alles umsetzen und die sind auf 37 langsam aber sicher aufgestiegen. Also man sieht, die Wähler sind und Wählerinnen sind extrem flexibel und sie folgen diesen Emotionen, ob sie das Gefühl haben, da ist jemand, der sich um sie kümmert. Mhm. Glaubst du eigentlich, dass es bei diesen beiden Kandidaten bleibt oder glaubst du, steigt da noch ein Dritter vielleicht in den Ring? Möglich ist es, das Statut gibt es her. Ich rechne mit einem dritten ernsthaften Kandidaten nicht, weil ich glaube, dass die Zeit vorbei ist. Es wird vielleicht den einen oder anderen Zählkandidaten, Kandidatin von der SJ oder so irgendwas geben, ja, oder von irgendeiner kleinen Gruppe in der Partei, der halt die Öffentlichkeit sucht, den Parteitag sucht oder die Abstimmung sich zu präsentieren. Aber an ernstzunehmenden Kandidaten sehe ich deswegen nicht, weil für sowas brauchst du eine Hausmacht in der Partei. Da brauchst du ja jemanden, der dich nach vorne stellt, der hinter dir ist, der dich pusht und dann auch sozusagen dich einsetzt, das sehe ich nicht. Aber wie siehst du da derzeit die Lager verteilt? Wer steht da hinter der Rendi und wer steht hinter dem Doskozil deiner Meinung nach? Also die Wiener hinter der Rendi, also einige Bundesländer wie Burgenland logischerweise, Niederösterreich, Oberösterreich, vermutlich Salzburg tendenziell hinter Doskozil, Gewerkschaft sagt man hinter Rendi, Frauen hinter Rendi, was ist mit dem Rest? Ehrlich gesagt, ich glaube das alles nicht. Ich bin
viel unterwegs, ich treffe viele Leute, mich kennen noch von früher viele Leute. Ich war jetzt unlängst mit 80 Mandataren zusammen. Das geht quer durch. Mhm. Ich war bei FSG-Versammlungen, die FSG, wo man sagt, die stehen hinter der Rente, da ist die Stimmung total gemischt. Also klar, das ist auch überwiegend männlich dominiert. Ja. Die Sektion der Feuerwehr mit 700 Mitgliedern, wo wahnsinnig viele Wiener drin sind, haben sie ausgesprochen sofort für diese Mitgliederbefragung. Also ich glaube, dass das quer durchgeht in jedem Bundesland. Ja. Ich glaube auch nicht, dass man die Mitglieder sozusagen auf Knopfdruck, niemand. Du meinst, die Zeiten sind vorbei, wo der Wiener Bürgermeister früher mal gesagt hat, so wird abgestimmt und dann gab es keinen Abweicher. Das ist schon lang vorbei und jetzt erst recht. Wir haben die sozialen Medien, wo man sie untereinander in Gruppen organisieren kann. Und wie gesagt, ich stelle durchaus fest, dass es da aus allen Gruppen, die ich kenne, unterschiedliche Stimmen gibt. Und was die aber alle eint, ist, sie waren schon verärgert, traurig, empört über das, wie das eskaliert ist. Mhm. Da ist natürlich auch ein Thema, das immer wieder die letzten Monate mitgeschwungen ist, wie haltet es die SPÖ mit der FPÖ, mit den Blauen. Peter Kaiser hat ja einen ziemlich pragmatischen Zugang in Kärnten gehabt, er hat gesagt, ich rede mit allen, wenngleich er jetzt mit der ÖVP verhandelt. Von Pamela Rendi-Wagner gab es bisher da immer eine eher ablehnendere Haltung gegenüber der FPÖ. Glaubst du, ist Hans-Peter Doskozil jemand, der sagt, ich verhandle mit allen, auch mit der FPÖ? Ich würde auch da der SPÖ raten, dass sie sich an ihre eigenen Beschlüsse hält. Das war ja eine ewige Streitfrage. Ich kann mich an meiner aktiven Zeit erinnern, heikel. Aber die SPÖ hat daran Beschluss gefasst. Ich weiß jetzt nicht, ob es beim Bundesparteitag war, glaube ja, aber die hat sich einen Wertekompass, genau. Und ehrlich gesagt finde ich, in meinem Wertekompass hätte der Herr Waldhäusl der Wiener Kindern sagt, ihr habt hier keinen Platz, ihr kehrt zu Hause, wo immer das ist, ins Ausland, der hätte keinen Platz in meinem Wertekompass. Mit dem würde ich nicht gerne zusammenarbeiten. Interessanterweise ist es, da stört es jetzt die niederösterreichische ÖVP weniger. Und deswegen meine Rate dazu, dass sich die SPÖ an diesen Wertekompass selber hält und das von Mal zu Mal unterscheidet und genau anschaut, wo finde ich Punkte, wo ich zusammenarbeiten kann und wo nicht. Und ich meine, ich bringe jetzt nur das Beispiel, im Untersuchungsausschuss hat die Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen der Freiheitlichen, der Sozialdemokraten, der Neos, selbst der Grünen gar nicht so schlecht geklappt. Also das heißt, das kommt auf die Personen an, die man vor sich hat und auf die einzelnen Ereignisse. Aber jetzt hat die FPÖ natürlich einen Herbert Kickl derzeit als Parteichef und es ist nicht davon auszugehen, dass sich das in naher Zukunft ändern wird. Kann eine SPÖ mit einem Herbert Kickl deiner Meinung nach zusammenarbeiten? Würde das die Partei nicht sprengen? Ich würde jetzt gerne einen Wertekompass haben, aber... Da passt der Herbert Kickl in den Wertekompass deiner Meinung nach? Naja, so wie er sich jetzt geriert oder wie er zum Beispiel umgegangen ist in der Pandemie oder wie er jetzt zum Beispiel mit den Russland-Sanktionen umgeht, gemeingefährlich für Österreich. Ich meine, das, was die da fordern, würde uns aus der internationalen Staatengemeinschaft rauskatapultieren. Das muss man mal offen sagen. Und sozusagen den Leuten einzureden, wenn Österreich aus den Russland-Sanktionen ausscheren würde, dann würden sofort die Energiepreise sinken. Das ist ein Unsinn. Also da muss man, deswegen meine ich, auf das muss man ganz genau hinweisen. Und das anschauen und beurteilen dann. Und dann muss man sich anschauen, wo gibt es Überschneidungen, wo kann man kooperieren. Und wie gesagt, das kann man nicht am grünen Tisch in der Theorie, wie wir hier jetzt sitzen, schwarzen Tisch, aber entscheiden, sondern man muss dann in Gespräche treten. Aber ich würde grundsätzlich, die Haltung vertrete ich schon lange, wie ein aktiver Politiker war, ausschließen aus Diskussionen würde ich niemand. Diese Parteien sind alle im Verfassungsbogen, auch die FPÖ. Ja? Und daher... Wenn man auch diese Debatte so führt, das hat ja mich immer so gestört, ich signalisiere ja allen denen, die das schon mal gewählt haben, ihr seid auch außerhalb vom Verfassungsbogen. Und meine Meinung ist, da gibt es Rechte und von denen muss man sich klar abgrenzen, von Waldhäusl zum Beispiel, ja? Aber, oder Rassisten. Aber da sind tausende Menschen dabei, die keine Rechten sind, sondern die unzufrieden mit den verschiedensten Dingen sind. Und das ist eigentlich die ureigenste Aufgabe einer Sozialdemokratie, diese Unzufriedenheit mit den Lebensumständen zu kanalisieren und ordentliche staatliche Dienstleistungen anzubieten. Mhm. Abschließende Frage noch, ein Thema, das Hans-Peter Doskozil selber thematisiert hat in einem sehr ausführlichen Profilinterview, seine Stimme und seinen Gesundheitszustand.
Zustand. Könnte das ein Problem werden? Sollte er SPÖ-Chef werden und dann in einen, sag ich mal, echten Nationalratswahlkampf ziehen mit dieser Stimme? Also von den Wählerinnen und Wählern her sehe ich da überhaupt kein Problem. Wir leben in einer Zeit der Inklusion, der Einbeziehung aller Menschen, auch wirklich, also der ist ja nicht sozusagen gehandicapt, aber die Stimme ist halt heiser. Ihn wird es handicappen, aber ich glaube, dass die Wählerinnen und Wähler ganz klar sehen, wofür steht der Typ und nicht ihn beurteilen, ob er heiser ist oder nicht. Glaubst du, wird das von den anderen Parteien thematisiert werden oder das, bewusst nicht? Das würde ihnen, glaube ich, sehr wehtun. Wenn man sozusagen Probleme anspricht, jemand sozusagen von seiner Gesundheit her hat, obwohl es ihn in der Amtsführung in keiner Weise behindert, glaube ich, würde nach hinten losgehen, so ein Schuss. Jörg Hallner, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, bleiben aber beim Thema SPÖ. Gleich geht es weiter mit einem ja sehr kontroversiellen Duell, um das schon einmal vorab so anzukündigen. Stefan Petzner gegen Nico Kern. Können Sie sich vorstellen, da wird es gleich ziemlich wild zugehen hier im Studio. Diskutieren gleich über den Zustand der SPÖ. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter.